Guten Morgen, Dienstag. Hallo, ihr Süßen. So, also, ihr habt ja festgestellt, dass es gestern kein Schneckerisch-Gedöns gab. Das gibt es auch nicht mehr jeden Tag, das wird einfach zu viel. Ich bin da in mich gegangen, ich habe lange mit meinem Universum gesprochen. Also, es ist einfach so, jeden Abend dieselbe Leier, er ist im Rückzug, er kommt und dann kommt er doch nicht, braucht kein Teufel. Schneckerisch-Gedöns gibt es jetzt nur noch einmal die Woche, lasst euch überraschen, wann. Wenn ich vom Universum Input krieg, so, jetzt kannst du es machen. Genauso wird's gemacht. So, Tagesbotschaften bleibe weiter. Tagesbotschaften sind immer ein bisschen trotz allem mit der Liebe kombiniert. Wenn es jetzt nicht gerade wirklich, wenn komplett die Liebe fällt. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Euch geht's gut. Und ja, schauen wir mal, was uns der Dienstag bringt. Okay, gleich einen Anschluss kriegt. So. Vielen Dank für eure Abos. Sind wieder ein paar neue dazugekommen. Freue ich mich sehr. Für eure Kommentare. Ich war heute sehr bemüht. Ich hatte wieder ewig Pause zu antworten. Es macht mir wirklich wahnsinnige Freude, mit euch hinterher zu schreiben. Ja, was kann ich noch sagen? Danke für eure Wertschätzungen auf meinem Engelzauberkonto. Hermes DHL, was auch immer. Genau. So, und schon wieder die körperliche Veränderung. Ihr müsst irgendwas mit eurem Körper haben. Was auch immer. Nüchtern, schon wieder. Änderung in der Gesundheitspflege. Also, ich weiß nicht, für wen es bestimmt ist, aber irgendjemand scheint hier dabei zu sein mit sehr starker Energie. Und es ist wirklich so, also es soll... Gesundheitlich passiert bei euch was. Habt ihr zu viel Stress, dann ein bisschen ruhiger werden. Habt ihr zu wenig Stress, hängt ihr nur daheim auf der Couch rum. Dann der Bob ist hoch und hinaus. Du sollst nicht alle so nüchtern betrachten, du sollst mal ein bisschen verspielt an die Sache rangehen, krieg ich grad. Das Licht blendet schon wieder, gell? Ist es lustig? Es ist lustig. So. Also, das ist jetzt elle dunkel, gell? Gestern kam rein, Video unscharf. Also, ich habe mir es nochmal angeguckt, bei mir war es scharf, bei wem war es noch unscharf? Es lag gestern wahrscheinlich am Vollmond. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, wie es ist. Mein Fernseher geht nicht mehr richtig, guck mal da. Morgen passiert ein Wunder. Wenn du rausgehst und nicht auf der Couch hocken bleibst. Es gibt eine Lernaufgabe, kommt aber Heilung rein und Übung macht den Meister. Also, irgendwas ist morgen, was für dich wie ein Wunder wird. Ich hatte meins heute schon. Mein allerliebster Lieblingsschatz war mit mir in der neuen Wohnung. Ja! Irgendwie muss doch jetzt alles gestrichen werden. Und ich weiß gar nicht, wie mir das Almare soll. Zum Glück habe ich kein Gelsenkirchener Barock. Heißt so ein riesenlanger Schrank. Ja. Nichts mehr? Okay. Ich habe da nur so ein paar Eisenring. Och, guck mal da, wie schön. Die Hochzeit. Und du sollst dich mit der Natur verbinden. Jedes leg ich mal hier drauf. Also, raus in die Natur. Okay, das Wetter ist nichts. Ganz ehrlich, ja, jetzt viele Sachen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also ich bin auch die Maus, die warm braucht. Echt. Und wenn es ein bisschen nieselt und so, das ist auch nicht meins. Also, bleibt nicht so nüchtern, so indisch gekehrt, so introvertiert. Geh ein bisschen raus. Mach was Schönes. Ich habe vorhin mal ein Stück geheult, weil die Wohnung wurde verlassen. Wirklich wie ein... Also, das habe ich noch nie gesehen, dass mir so dreckige Wohnung verlässt, noch mit angefressener Eisbecher in der Kühltruhe und Nudeln im... Also, ich war entsetzt. Ich habe 24 Bilder gemacht. Ich habe es auch meiner neuen Vermieterin schon geschickt. Sie wird sich melden, hat sie gesagt, die sind noch in Urlaub.
Also eigentlich wollte ich warten, bis er aus dem Urlaub zurück ist. Aber es hat mich wirklich, also ich war fertig. Und dann ist mein Mone komme und hat gesagt, Gott, war so hässlich, Farb an der Wand, aber das kriegen wir hin. So, die Wohnung ist schön, sie ist nur dreckig, ich habe die Putzfrau angerufen, die wird mir helfen. Alles wird gut. Das ist meine Lernerfahrung. Das könnt ihr aber glauben. Das könnt ihr glauben. Und dann wird es meine Schatzinsel sein. So, also. Tja, der schöne Schein. Also, auf nichts hören, was irgendwie so, ja, alles schriftlich gäbe. Jungs und Mädels, wenn irgendetwas ist, immer schriftlich. Immer schriftlich. Alles andere taugt nichts. Habe ich nie gesagt, ach was, nee, habe ich nie gesagt. Wie gesagt, mein Noch-Chef sagt, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht mehr tragbar sind, wenn sie nach Orbis ziehe. Doch, die Kollegin habe es all gehört, also Gedächtnisschwund. Und das Wort nehme ich nicht gerne in den Mund, weil ihr kennt ja meine Geschichte dazu. So, also, in der Liebe müsst ihr euch gegenseitig kennenlernen, hatte ich gerade eben eine Legung. So, du verdienst es, geliebt zu werden. Natürlich, du bist ja auch liebenswert. Co-Abhängigkeit. Dein Liebesleben wird vom Suchtverhalten negativ beeinflusst. Du weißt, was gemeint ist. Liebe zuerst dich selbst, predige ich euch jeden Abend. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Vertrau ihm einfach noch ein bisschen. Er ist noch nicht so weit. Aber du sollst deiner Beziehung eine Chance geben. Arbeite an deiner Partnerschaft. So, es ist auch immer nicht nur eine, es sind immer zwei, die Mist bauen, wenn Mist gebaut wurde. So. Guck mal, aber falls morgen kommt ein Wunder auf dich zu, es wird was geheilt. Und dann kriegst du deine Schatzinsel. Was auch immer deine Schatzinsel ist, dauert aber noch ein bisschen. Die Schildkröte sind auch nicht so die allerschnellste, gell? So Schildkröte und so Schnecke, ich kann euch sagen. Vorhin bin ich aus dem Auto ausgestiegen, an der neuen Wohnung lag da ein Schneckenhaus. Dachte ich, das ist ihr Ding. Es war weg kaputt, sonst hätte ich es mitgenommen. Als ich dann in meine Wohnung gegangen bin, dann wusste ich, warum das Schneckenhaus kaputt war. Die Wohnung ist auch kaputt. Also das ist eine schöne Wohnung, die muss nur einfach mal richtig geputzt werden. Also wie man eine Wohnung verlässt ohne wirklich Grund rein. Also Besen rein heißt das, glaube ich, gell? Besen rein ist auch ein lustiges Wort, oder? Wenn der Besen weg ist, ist das Besen rein. Gefällt mir jetzt richtig gut. Erheitert mich für heute Abend. Besen rein. Wenn von eurem Herzmensch oder eurer Herzdame der Besen von dannen gezogen ist, ist es Besen rein. Ach, ihr Leid. Und wenn es besenrein ist, kommt die Leidenschaft. Dein Wunschpartner findet dich wahnsinnig attraktiv. Genieße es. So what? Aller hopp. Genieße es. Also ganz ehrlich, es wäre ja schade, wenn das nicht genießt ist. So. Du hast die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Das kannst du natürlich auch. Wenn du den Zinnober mit dem nicht mehr mitmachen willst, kannst du auch verschwinden. Oder die dir von innen zunageln. So will da heute nichts mehr. Okay. Alla hopp. So. Das zum Schluss? Jawohl. Heute mache ich alles, was ich gesagt kriege. So, dann gucken wir erstmal, was ich dir sagen möchte. Seelchen. Das machen wir alles so in einem. Du bist wahnsinnig attraktiv. Dich nicht zu sehen, tut mir sehr weh. Du bist meine Zwillingsseele, meine wahre Liebe. Ich habe so oft versucht, unsere Verbindung zu cutten, aber es funktioniert einfach nicht.
So. Baby, ich vermisse dich so sehr. Die Kat findet schon total lustig. Julche, die Kat ist total lustig. Ich wünschte mir, dass ich dich besser behandelt hätte. Ich hinterlasse eine karmische Verbindung. Die kriegen wir auch schon die ganze Woche. Ich möchte dich zurückhaben. Allerhopp dann. Ab ans Telefon und Anrufe. So. Was kommt denn an dem Dienstag auf uns zu, liebes Universum? Was bringt uns der Dienstag? Ach, guck mal. Warm Wetter. Höchste Glückskarte. Es gibt sonnige Gespräche. Also es gibt Gespräche, die gehen gut aus, weil die Sonne dabei liegt. Also es können ja keine negativen Gespräche werden. Ach, guck. Mit deiner Dualseele. Ach, wie schön. Und wie ich sag ja immer hier, Gespräche rum, dann das. Alles schick. Weil er Sehnsucht hat nach dir. Er verzehrt sich nach dir, kriege ich gerade vom Universum rein. Ach Gott. Poesie. Aber er hat Angst. Er hat Angst, sich mit ihr in Verbindung. Er hat Angst vor einem Neuanfang. Obwohl er Sehnsucht hat nach dir, obwohl er gerne mit dir sprechen würde. Aber im Sommer kommt noch was. Sommer geht bis, ganz schlaue sind jetzt dabei, die wissen das hundertprozentig, bis zum 21. oder 22. September. Jetzt sitzt irgendwo einer, lacht und sagt, nee, bis zum 23. September. Scheißegal, bis irgendwann im September ist Sommer, den wir noch nicht hatte. Also den Sommer, den wir noch nicht hatte. Ein Kärtchen noch bitte. Und es wird Veränderungen geben. Es ist nichts Berufliches gefallen. Es ist nichts Finanzielles gefallen. Ich kann es nicht anders deuten. Es ist leider Gottes die Liebe. Ach, guck mal, wie schön. Also du schaust. Es dauert noch einen Tuck. Tiefe Gefühle. Du schaust auf die schnellen Botschaften, auf die schnellen Nachrichten. Innerhalb der nächsten 2 Tage. 2 Wochen, 2 Monate. Ich denke, innerhalb der nächsten 2 Tage, man hatte Vollmond. Vollmond, da ist noch was. Wird er sich über die Freundschaft melden, weil er dann endlich seine Stabilität wieder erlangt hat. Er kommt zu dir ins Haus, ist aber wahnsinnig aufgeregt. Aber er möchte die feste Verbindung und das passiert ganz plötzlich. Also ganz plötzlich, es kann sein, dass er vor deiner Tür steht, dass er einfach klingelt und sagt, guten Tag, hier bin ich. Dass er sagt, das Telefon klingelt und du gehst ran, ohne mal drauf zu gucken und hast ihn in der Leitung oder er schreibt dir, wenn ich sie jetzt alle wieder aufzähle, WhatsApp, Facebook, der ganze andere Gedöns-Kram da. So, schreibt. So, also die Nachricht kommt mit Erfolg, es kommt zu Veränderungen. Neues Kapitel wird geschrieben. Fangt doch erstmal nur mit einer Zeile an und wollt nicht gleich ganz Kapitel fertig bringen. Lasst dem doch mal ein bisschen Zeit, wenn er jetzt kommt. Kriege ich gerade rein. Weil auch er ist ja ein Geschenk für dich, wenn er jetzt kommt. Du wartest ja auf ihn, dass er sich meldet. So, ja. Im Moment ist das noch ein bisschen... und guck, also... Dieses, wenn es eine Dreieckkonstellation ist, wissen wir ja, für was diese Lug, Betrug, Gedönsele, Heimer, da der Fuchsi steht. Der ist noch in seiner Blockade, weil er da einfach nicht weiß, wie er aus der Nummer rauskommt. Aber guck mal, der Fuchs läuft weg. So. Er möchte ja eine feste Verbindung mit dir. Er möchte dieses Familienleben. Aber da ist er noch, weil er wahrscheinlich der Helm noch nicht alles geregelt hat. Aber, oh, guck mal. Hier. Die Liebe kommt in die Heilung, weil das Universum das so möchte. Tiefe Gefühle. Dann kommt er in die Wunscherfüllung, kommt endlich aus seiner Transformation raus, aus diesem Starren, was er hat. Das geht nicht, das darf nicht sein und ich kann nicht fort von ihr oder von ihm. Jungs, ihr dreht euch rum, gell, ihr wisst ja, seid ihr schlau. So. Dann fängt es endlich an zu bröckeln, aber er macht sich Gedanken ohne Ende. Guck. Und er, Gedanken ohne Ende, er und seine Partnerin. Oder
Andersrum jetzt, das bist du, wenn du Mädel bist, machst dir auch Gedanken, das ist dann dein Partner. Aber er wird sich dir öffnen und es kommt zu einer festen Verbindung. Natürlich nicht alles moje klein. Mensch, seid doch immer vernünftig, das kann doch gar nicht gehen. So, zum Schluss gibt es noch ein Engelkärtchen. Das machen wir jetzt immer so. Die Karten mag ich nämlich sehr. So, welcher Engel möchte denn morgen zu uns allen kommen? Der Engel der Kraft? Der Engel der Kraft. Es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns immer wieder Kraft verleihen. Ein Sonnenstrahl nach einem Gewitter oder ein liebevolles Lächeln. Ganz viele sehen das nämlich gar nicht. Das ist die Krux da dran. Innere Werte wie Offenheit, Vertrauen und Dankbarkeit festigen dich dabei. Wenn du all diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, kannst du gelassener werden und gestärkt mit dem Engel an deiner Seite voranschreiten. So, ist es schön? Ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Stärke im Moment. Ich bin auch momentan, also ich bin ja halt auch nur ein Mensch, gell? Und wach und dann schussel ich dazu. Ich bin im Moment auch ein bisschen am Hadern mit meinem Universum. Die Wohnung wurde mir wirklich 6 Wochen vorgeführt. Wirklich 6 Wochen vorgeführt. Und dann habe ich es verstanden und dann ist es meine geworden. Also ich wurde auserkoren mit 5 hat sie gesagt, Mitstreitern, sag ich mal. Und jetzt sitzt er aus wie Hulle. Was soll mir das jetzt bitte sagen? Was soll mir jetzt sagen, dass ich eine neue Wohnung gekriegt habe, wo ich jetzt seit einem Jahr wieder, also gut, nicht das ganze Jahr, 3/4 Jahr nach Such, jetzt habe ich sie und jetzt sieht es aus wie Scheiße drin. Ah, ich bin sauer. So. Das darf ich ja auch mal so. Ich bin einfach auch so enttäuscht, weil ich das gar nicht verstehe, dass man das macht. Ach. Der Merlin, erkenne, dass du deine Träume lenken kannst. Ich bin aber eine Eulenboje. Ja, wir können alle unsere Träume lenken und leiden. Es ist einfach so. Also, Botschaft. Der Zauberer Merlin winkt dich zu sich ans Feuer und spricht. Lass dich von Rauch der Kräuter und von der Göttin des Feuers einhüllen. Du bewegst dich zwischen den Welten, wenn du von deinen Tagträumen zurück in deine äußere Wirklichkeit schlüpfst. Nimm wahr, dass du immer irgendwie träumst und dein Träumenleben einhaust, egal ob du nun in einen Tagtraum verweilst oder eine Fantasie gestaltest. Spüre, dass du alles so lenken kannst, dass deine Träume in die Wirklichkeit treten können. Mache dir bewusst, dass du die einzige Person bist, die sich bei dem, was du erreichen möchtest, Grenzen setzt. Bilder, die du erträumst, haben genauso viel Wert, Kraft und Energie wie das, was dir vermeintlich in den Schoß fällt. Aber es ist doch so viel spannender und erfüllender, seine eigenen Träume zu lenken und dann die Früchte zu ernten, wenn sie in die Wirklichkeit treten. Was hält dich davon ab, deine Träume in den schönsten und wildesten Formen zu gestalten? Lasse Gedanken wie, es soll einfach nicht sein, das steht mir nicht zu oder das kann nie geschehen, einfach los. Merlin schenkt dir sein Licht und seine Magie, damit du deine innere Zerrissenheit erkennen und heilen kannst. So wie du deine Träume lenkst, kannst du auch diese Zweifel loslassen. Träume und gestalte, denn es steht dir zu.
Es gibt keine Grenzen. Merlin tritt an deine Seite, um deine Träume und Wünsche in die Wirklichkeit reden zu lassen. Träumen ist Magie. Info. Merlin gilt als der berühmteste und größte Zauberer aller Zeiten. Er war eine der Schlüsselfiguren der Arthur-Sage. Es gibt keinen Magier, der im Wandel der Zeit mit so vielen Gesichtern vertreten war wie er. Merlin war Alchemist, Weiser, Wissender, Druide, Vertrauter, Lehrer, Seher, Bewahrer des Wissens, Hüter, geistiger Führer, Botschafter und so viel mehr. Besonders für König Artus war er Freund, Berater und Helfer. Er soll das Schwert Er soll das Schwert Excalibur in einen Stein getrieben haben, aus dem es nur Artus als rechtmäßiger König Britanniens wieder herausziehen konnte. Merlin war aber auch Berater Avalons. Er war stets eng mit der Heilerin, mit der heiligen Insel verbunden und dort immer willkommen. Er öffnet sich für das Licht und strahlte dieses in die Welt hinaus. Er war aber auch ein Schüler von Vivien, die ihn in die Magie Avalons und das geheime Wissen der Insel einweihte. Erst durch dieses Wissen wurde er zu dem bedeutenden Zauberer, von dem wir bis heute sprechen. So, also, der Merlin wollte zu uns. Ich sage jetzt einfach mal, der Merlin wollte auch heute zu mir. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Also gut, Abend jetzt nicht, weil ihr wisst ja, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Glaubt an alle Wunder, die morgen passieren. Wünscht euch was, setzt euch mit Merlin in Verbindung, wünscht euch was. Alles wird gut, warum soll die so darüber legen? Genau, guck, dein Gegenstück wird kommen. Ciao, ciao. Nix mache, was ich nicht achte, Odette.